grünen Platz. Hauptsache in der CSD-Verführung, wo heute über den Vortrag kommt. So wie man das heute schon machen kann für den Rücken, das Auseinanderziehen. Sitzen wir so. Und wir können wieder die Spanne ein bisschen unsere Hände, eher locker, aber eher kurz. Also ich würde jetzt wirklich unter die Knie gehen, so eher oberes Rücken und Schenkel, vielleicht sogar Hände, aufrichten, nach hinten lehnen. Und jetzt Achtung, nicht zum Gesicht, sondern an den Brustkorb. Das ist zum Gesicht. So, also bitte zum Brustkorb so. Okay? Die letzten vier,
sehr gut zurück. Zweimal und wir halten oben dreimal kurz. Eins, zwei, drei, dann tief. Eins, zwei, drei, dann tief. Eins, zwei, drei, dann tief. Viermal. Letztes Mal. So, wir gehen gleich nochmal zur Automassine, dann sind wir wieder zu Hause. Beim Raufkommen, wir können zum Kiefertransport decken. Bei Schulterblätterhut noch 4. Und zum Fuß, wer möchte, wenn man den Hals ein bisschen fühlen, schlägt man beide Arme auf und sieht rechts und links. Bauchbecken im Auge halten. Hoch, hoch, seit, seit. Noch hier den Stopp und Sie lassen noch höher, sprechen das Ganze aus. So, und zum Schluss geht uns jetzt nur noch der untere Bauch perfekt in der Zeit. Nehmen wir uns das Ringbein vorstellen. Perfekt in der Zeit ist gut, aber die Hände noch die Seite schieben lassen. Aber das macht dieses Bauchbein einfach in eine Übung ein. Legt sich das Ringbein in die Steiz hinein. Unterer Bauch arbeitet. Allerwichtigste, bei den Kniebeugemuskeln ist auch wichtig, nehmt sich hoch. So, wir beginnen mit den seitlichen Hüftmuskeln, Rücken in den Boden drücken, außen, innen. Hier nicht strecken, auch da kann man manchmal reißen. So, was hier noch gar nichts ist, ist nicht einfach diese Seite. Drücken wir auch nahe, Knie, bevor wir den Knie wirklich schwer. Wir machen jetzt 8-mal noch halte Ausdruck hier spielen. Stopp, wieder, stopp, wieder, wieder, wieder. So, und wenn jetzt die Beine stark beugen und mit den gebeugten Beinen den Step berühren, aber den nur fest in den Boden gedrückt haben. Und wenn ihr findet, das ist zu leicht, streckt die Beine ab, wie so, wir haben doch ganz so wie so. Also streckt es so, wenn ihr nach vorne den Step berührt, so. Wenn ihr die nach hinten berührt, ist es schon schwer. Wenn ihr die hinten berührt, ist es schon sehr schwer. Das sind nur wenige Zentimeter Unterschied und das macht was aus. Jetzt die Beine in den Boden lassen, dann einmal kurz. Eins, zwei, drei. Mitte nicht ganz zusammen. Drei, zwei, eins. Mitte nicht ganz zusammen. Drei, zwei, eins. Mitte, drei, zwei. Das machen wir viermal. Dreimal hoch. Zweimal hoch. Letztes Mal. Und jetzt wieder beugen. Ruhig am Anfang leer, berühren. Und dann zentimeterweise vorarbeiten. Und das eventuell ein bisschen schwerer machen. Und wenn ihr das Gefühl habt, es ist immer noch nicht wirklich schwer, dann machen wir noch dreimal und kurz. Drei, zwei, also gut. Der Rücken muss die ganze Zeit am Boden sein, das ist im Endeffekt wie eine Gelenkübung, nur umgekehrt herum. Die Bauchmuskeln machen keine Bewegung hier, sie verhindern eine Bewegung, das machen wir nur noch. Das ist eine wichtige Funktion der Bauchmuskeln, aber im Alter zweimal noch. Also hoch auf die Hüftbeuger, letztes Mal. So, und dann zum Schluss für die Seitenhüftmuskeln oben bleiben wir halt. Kurz. Und weil wir dann jetzt noch Pausen machen, machen wir sie so etwas länger. Die allerletzte Übung. Rücken fest in den Boden drücken. Kurz nur noch 16 Handringe. 1, 2, 3, 4. Und die letzte noch. 8, 7. Letzte 4. Und stopp. Leute, folgen Sie. Beine steigen. Schüttelt die Beine